Mein Name ist Andreas von Bernsdorf. Ich sage immer, dass ich hier schon 300 Jahre wohne. Das sind also insgesamt 9 Generationen Bernsdorfs. Also dieser schöne große Wald- und landwirtschaftliche Besitzer wurde 1694 von meiner Familie gekauft. Und es gibt auch schon lange historische Beziehungen zwischen unserer Familie und dem Sägewerk Herbst, wo wir gerade stehen. Ja, man steht ja hier auf dem Rundholzplatz des Sägewerks Herbst und man sieht hier schon so einen dicken Eichenstamm. Hier vorne die Laufkette, damit das Holz hier von hier, wird das hier reingestoßen und dann zu den Gattern gefahren. Man kann sich doch hier sehr gut vorstellen, wie das hier früher funktioniert hat. Und ich finde, da steckt auch was sehr wieder Zeitgemäßes dahinter. Wir transportieren heute unser Rundholz auf weite Entfernung in irgendwelche Werke, wo Millionen von Festmetern eingeschnitten werden. Man sieht ja eigentlich schon die Zeit kommen, dass das einfach nicht gut ist, das Holz über so große Entfernung zu transportieren. Und deswegen ist der Gedanke ganz modern, wieder vor Ort das Holz zu verarbeiten. Und nun hat man hier diese wunderbare Anlage noch. Die ist eigentlich noch völlig intakt. Die Gatter funktionieren noch. Es gibt ja noch diese alte Dampfmaschine. Das ist also ein ganz tolles Ding. Also allein sich das anzugucken, lohnt sich hierher nach Garze zu fahren. Man könnte aus dieser Situation etwas machen. Da gibt es sehr viele Möglichkeiten. Man kann zum Beispiel besondere Holzsortimente einschneiden, keine Massensortimente für den Wertholzmarkt, für Fensterproduktion. Man kann aber auch hier Häuser bauen. Und ich stelle mir vor, dass Menschen hier auch wieder lernen können, selber mit Holz umzugehen und Holz zu verarbeiten. Das ist erstmal ein ganz tolles Handwerk, was weitgehend verloren gegangen ist. Und sowas hier zu lernen, dazu bietet sich das Sägewerk ganz fantastisch an. Also es muss hier was geschehen. Und ich denke, es ist sehr reizvoll für jemanden, der das auch unternehmerisch sieht, was aus dieser Situation zu machen. Also mein Name ist Detlef Duske. Ich habe dieses Gelände Herbsthausen, wo wir uns gerade befinden, das ehemalige Sägewerksgelände Herbst in Gatow, 1970 das erste Mal betreten, zusammen mit meinem Vater. Es war sofort irgendwie das Gefühl vorhanden, dass man hier einfach was machen kann und machen darf. Also bin ich hier nach Herbsthausen gekommen. Das hieß damals noch nicht Herbsthausen. Das haben wir erst so getauft, als unsere Kinder geboren wurden. Das war in den 80er Jahren. Da haben wir ein Ortsschild erstellt mit der Aufschrift Herbsthausen. Und von da an ist dieser Name einfach geblieben. Und das war das Schöne hier an diesem Ort, dass man einfach kreativ sein konnte. Und ganz egal, ob das darum ging, ein Bett zu bauen, ein Fenster oder ein Kirchturm. Alles war drin hier. Die ganze Infrastruktur ist vorhanden. Es fehlen einfach nur die offene Tür, dass man weiß, hier kann man wieder was machen. Man muss selber der Motor sein. Das muss man hinkriegen. Und dann läuft hier sicherlich wieder was, weil es einfach ein Ort ist des Schaffens. Man könnte alles machen, alles, was einem Spaß macht. Man kann sich hier sein eigenes Haus zusammenzimmern, das verladen auf dem Lastwagen und hinkarren, wo immer man will. Das ist alles machbar hier. Die Infrastruktur ist einfach vorhanden. Es ist eine Sägerei da, es sind die Maschinen da, um das Gesägte zu bearbeiten. Also man kann wirklich vom Baum zum Haus bis zum fertigen Küchentisch sich alles hier bauen.